Herzlich willkommen zu Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis an. Ich mach nur Zeichensprache. Du machst Zeichensprache und ich bin raus. Aber es ist irgendwas mit Klugscheißerwissen oder sowas ähnliches. Egal, Daily. Ja, ich bin der Sashi und das ist der Till. Richtig. Und wir reden heute über den 20. November. Heute ist der 20. November, wie geil ist das denn, oder? Ja, sehr cool. Das Jahr ist fast rum. Naja. So ziemlich. Ja. Und am 20. November haben wir wieder ein Geburtstagskind, das ganz berühmt ist und das ist? Alexander Boykan. Kenn ich nicht, wer ist denn das? Kennst du mit Sicherheit, wenn ich dir seinen Künstlernamen verrate? Kurt Krömer. Ach so, da hätte ich ja wirklich, ich hätte es im Kopf gehabt. Ja. Krass, ne? Ja, stimmt. Kurt Krömer, saugeiler Typ. Ich find ihn super. Ja, also wirklich. Der ist wirklich gut. Es gibt nicht viele Comedians, die ich richtig geil finde. Olaf Schubert ist so einer. Haben wir schon mal gehabt, glaube ich, irgendwann. Ja, du hast ihn schon eingeladen. Ja. Und hier Kurt Krömer. Hatten wir schon mal im Interview mit Schoki Banoki. Das war noch zu reinen Radiozeiten. Als wir noch nichts mit hier Bewegtbildern gemacht haben, haben wir nur zum Radio hatten wir mal ein Interview gehabt mit Kurt Krömer. Echt? Ohne Scheiß, ja. Der hat uns totgelabert, der Typ. Damals war der Pujan noch in der Moderation und meiner einer. Und der Pujan ist ja auch einer, der nicht auf die Fresse gefallen ist, ja? So, und hier, der hat euch beide totgelabert. Und der hat uns beide totgelabert. Ohne Scheiß. Kurt Krömer, Weltklasse. Du hast keine Chance gegen den Typen. Ehrlich, keine Chance. Wirklich. Der ist richtig, richtig geil. Also fanden wir, Pujan und ich waren beide wirklich beeindruckt von seiner Explosivität, was dieses Erzählen da irgendwie anging. Ja, ist ja gut, aber das war richtig geil. Also Kurt Krömer ist wirklich, ich habe den jetzt gar nicht mehr so oft gesehen im Fernsehen leider, aber die Kurt Krömer Show der war... Der ist leider nicht so fernsehtauglich, glaube ich. Ah, der ist total fernsehtauglich, wenn die Leute es mal raffen würden, was der da erzählt. Ja, es kommt halt immer auf das Fernsehen an, aber... Ich ärgere mich. Mist. Kurt Krömer will ich öfter sehen. Ja. Ja, am 20. November, 1274. Okay, auch schon wieder ein bisschen her. Das heißt, 700 Jahre vor meinem Geburtstag, fand die erste Invasion der Mongolen unter der Führung von Kublai Khan in Japan statt. Und die Samurai haben damals diese Invasion wieder zurückgeschlagen, also konnten die abwehren. Ja. Und das war die Schlacht von Bunai. Ach ja. Ja, also die Mongolen haben es probiert und die Samurai haben abgewehrt. Ja. Das war 1274 am 12. November. Deswegen sind wir heute hier. Aber was haben wir noch? Wir haben noch einen Fakt des Tages. Ach, Mann, hast du eine spitze Uhr, sag mal? Ja, egal. Sonst schlägt er mich immer. Fakt des Tages. Schön Ellbogen rausgefahren. So. Okay. Was ist? Komm, sag, hau raus. Also, die Hälfte aller Verkehrstoten saß nicht in einem Auto. Also Fußgänger, Radfahrer, Motorradfahrer. Wahrscheinlich. Rollschuhfahrer, Rollerbladefahrer. Frösche auf der Wanderung. Nee, sind die Tiere auch gemeint, oder was? Nein, nehme ich nicht an. Ja, warum erwähnst du denn? Manchmal mache ich hier einen Witz, weil es heißt, es soll eine lustige Sendung sein. Das soll überhaupt nicht lustig sein. Das steht sein. In meinem Vertrag. Das sind Fakten. Das ist eine humoristische Sendung. Ach, Käse. Aber du kannst doch nicht Frösche aufzählen, wenn wir über Verkehrstote erzählen. Du kannst dir die ganzen Fliegen auf der Scheibe genauso aufzählen. Wir sprachen auch schon mal über Froschschenkel, die mit Elektrizität zur Bewegung gezwungen werden. Da hast du das auch mit dir verglichen und irgendeinem Training, was du mal gemacht hast. Also, pass mal auf, Kollege. Das, was du jetzt gerade aufführst, ist nicht vergleichbar. Du vergleichst gerade Äpfel mit Birnen. Aber ist egal. Nein, das ist halt so deine Art, dass du Fakten raushaust und Vergleiche ziehst. Du hast zum Beispiel auch gesagt, Nummer 5 lebt. Und da irgendwie, das ist Nummer 5, ich weiß gar nicht, ich krieg's nicht mehr zusammen. Egal. Aber dafür lieben mich die Zuschauer. Scheißdreck lieben die dich. Kann sein. Jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht. Aber wir sind auch fertig. Ja, wir sind auch fertig. 20. November ist heute, ne? Und morgen ist der 21. November und ich hoffe, da habe ich irgendwie einen Gesprächspartner hier, der ein bisschen sinnvollere Sachen irgendwie dann als Vergleiche bringt. Nicht so eine Scheiße da mit Fröschen und Cheerio, Miss Sophie.